So, es ist 8 Uhr morgens im Hotel. Die meisten Urlauber sind schon weitergefahren. Aus Holland, England, Schweden, Dänemark. Da ist das Restaurant. La Route Romane. Wir fahren gleich weiter in die Schweiz und nach Italien. Der ist hier 3 Kilometer im Elsass, 3 Kilometer entfernt von Deutschland. Angeblich können die kein Deutsch. Der Norbert sagte, der Günther sagt gestern, die wollen nicht. Die können Deutsch, aber die machen es nicht. Da hauen die Urlauber alle schon ab. Wir werden wohl die Letzten sein. Das ist schon fast leer. So, jetzt macht dein Spruch danken, erzähl was. Hm? Ja, du musst doch was sagen. Oder sauer, der schmeckt nicht, dein Kakao? Ja, schmecken tut er wirklich nicht. Schmecken die Büffelmilch? Die männlichen Büffel? Oh, der ist bekloppt. So, jetzt sind wir in der Schweiz. Basel liegt hinter uns. Wir fahren jetzt Richtung St. Gotthard. St. Gotthard-Tunnel. Vorne kommt schon der erste kleine Tunnel. Hier kannst du andauernd das Licht anlassen. Ne? Jetzt geht's in den Tunnel. Jetzt geht's ab in den Tunnel. Schwuppdiwupp. Weg sind wir. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeit. Das ist aber ganz schnell. Zu lecken sogar. Ja. Kannst du säbeln, ne? Ja. Ist das der Lugana-See? Nee. Gut, da ist ja im Schnellboot auf dem See. Jo. Wechsel und Ried, Nord. So, wir sind hier kurz vom letzte Tankstelle vom Gotthard. Ein Tag hier mehr Stau im ganzen Jahr. Ja, aber schön, da sieht man die Landschaft. Ja, ich will lieber Auto fahren als die Landschaft angucken. Guckst du doch nur auf deinem Playstation, irgendwas kommt da. Ich gucke nur auf meine Playstation. So, wir haben die Autobahn verlassen. Der Gotthardtunnel hat 4 Stunden Stau. Wir fahren jetzt direkt über den Gotthardpass. Hier könntest du eigentlich barfuß laufen, da hast du keine Angst, auf eine Scheibe zu treten. Hier ist kalt. Guck mal, hier ist gerade eine Höhle. Ja. Ei. Was für eine Fleck im Wasserfall, da sieht man ja nicht mehr. Ei. Guck mal. Schön kalt hier. Richtig kühl. Und bedeckt die Wolken sind hier. Vorne ist ein Bach, ein Fluss. Da ist die Didi und der Duncan. So. Der Duncan pflückt sich jetzt ein Edelweiß. Wir laufen so weit. Oh, hohe Berge! Wir haben hier höchstens, weiß ich nicht, 14, 15 Grad. So hoch sind wir schon. Und unten ist 4 Stunden Stau im Tunnel. Dann da oben ist die Heidi, guck mal, die winkt. Die Heidi winkt und der Ziegenpeter. Jetzt wird zu steil. Da hat der Messmer schon gesagt. Abstieg ist immer schwieriger. Ja, jetzt komm. Nein, das reicht. Edelweiß, ja gut, komm. Ja, jetzt fahren wir in die Wolken rein hier. Jetzt wird es neblig. Da ist Schnee. Jo, oh, da war Schnee. Hast du gesehen? Boah,
Das war Schnee? Ja, das war Schnee. Es ist kalt hier oben. Das lag wahrscheinlich auf der Straße, habe ich zusammengepresst, dann da die Ecke gestellt. Gut, hier wird der Pass immer zugemacht. Hier, nein, warte, warte, hier war doch Abbiegung zum Gotha-Pass. Nein, wir fahren hier zum Gotha-Pass. Das ist... Ja, ist das richtig? Ja, ja, ist richtig. Gotha-Pass Tichilino. Ja, das war der... Hat jemand anderer Gotha-Pass? Der kleine. Gotthard, die Gotha. Bei ihm. Jetzt wird's neblig. Jo, wir sind hier im auch. Schnee, alle Schnee hier. Dann machen wir noch eine Schneeballschlacht. Im Sommer, klar. Jo. Eisschlacht machen wir. Einmal Schnee anfassen. Sollen wir hier ein bisschen kühlen, die Box? Ja, hol ein bisschen Schnee für die Kühlbox. Nicht so dreckigen, hol weißen. Nee, lass mal. Ja. Ist doch besser. Nee, lass mal. Hey. Hochklettern. Da kannst du nur abrutschen. Wir sind auf dem Gotthard-Pass. Im Schnee. Opa, Crush Eis. Ja, tu eine Kühlbox. Schnee. Fünfmal Meter später. Jetzt müssen wir zum 25. Mal für den nächsten Stau bezahlen. Weltmann kostet jetzt viel mehr als 2,50. Wahrscheinlich mehr als 2,50. Ja. Bitte beachten Sie. Du gibst dir deine Euros ab und dann kannst du gleich wieder dafür in Stau stehen für die Euros. Auf dem Rückweg, fahren wir über die Türen hier, über die Dörfer. Über Frankreich fahren wir rückweg. Ja. Du bist sogar voll aufgewacht. So, wir sind endlich angekommen. Da unten ist die Terrasse. Der Swimmingpool. Der Balkon. Und hier die Olivenberge. So, gerade haben wir zu Abend gegessen. Das ist das Hotel. Da oben ist unser Balkon. Hier in dem Olivental die Terrasse. Dahinter ist der Swimmingpool. Hier ist ein gutes Glas Weißwein. Fläschchen. Zigarettchen. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hotel San Mateo. San Bartolomeo del Mar. So, wir haben hier Halbpension, Menüwahl, wir haben gerade ausgewählt. Ich habe für morgen Antipasti und Steak. Ist immer noch alleine hier bei meinem Weißwein. Da oben ist unser Zimmer. Duncan hat sein Zimmer auf der anderen Seite zum Berg hoch. Einzelzimmer. Und das ist auch gut so.